Willkommen Trader zum Mittwoch, nein, zum Donnerstag, vierter Markttag für die aktuelle Handelswoche. Heute mit Blick in Euro, US-Dollar, Schweizer Franken, japanischen Yen und Euro-Austral-Dollar. Letzterer massiv nach oben unterwegs. Gucken wir uns gleich im Chart auch an. Zuvor natürlich erst einmal allen, die hier auch live zu schauen. Danke für die Zeit wieder und die Aufforderung. Wer mag, gerne die Chance nutzen, eine Frage zu stellen oder einen Wunschmarkt analysieren zu lassen. Rein in die Chats auf GoToWebinar oder auch auf Facebook und dann geht das direkt los. Los geht's jetzt, wie immer auch mit dem Risikohinweis. Das Ganze bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit schauen wir auf die Nachrichten. Heute ein paar Nachrichten wieder auf der Agenda. Eine Nachricht aus der Nacht möchte ich nicht weglassen, weil wir heute das Währungspaar Australien, also Euro, Australdollar auch mit dabei haben. Wir haben heute Nacht Investitionstätigkeiten im Privatsektor gesehen in Australien und wir sehen es schon deutlich rückläufig. Da wird deutlich weniger investiert und das ist eher ein Zeichen von Schwäche. Weiter geht's mit planbaren Nachrichten. Heute 11.30 Uhr spricht Bank of England-Mitglied, wie heißt er, Cunliffe, der ist dran. 14.30 Uhr geht es dann in den USA weiter mit dem Auftragseingang für langlebige Güter. Wir kriegen das BIP aus den USA. 14.30 Uhr gibt es dann auch noch die Leistungsbilanz aus Kanada. 16 Uhr dann in den USA schwebende Hausverkäufe und um 17 Uhr deutscher Zeit spricht der EZB-Vizepräsident. Also ein paar Nachrichten haben wir heute wieder auf der Uhr, die durchaus Marktbewegung bringen können. Aber ich sag's mal, wie immer in dieser Woche, das Hauptthema momentan ist die weltweite Ausprägung des Coronavirus und das wird deutlich spürbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung haben. Die Unternehmen verkaufen weniger, die verdienen weniger, es wirkt sich negativ auf die Bilanzen aus und dann haben wir es, tata, der Weg nach unten in den Indizes ist frei. Deswegen hier momentan auch der Weg eher nach unten an dieser Stelle. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wir hören gerade oder ich höre gerade, momentan ist hier nur ein Tickmill-Logo im GoToWebinar zu sehen. Ich gehe noch mal kurz auf meinen Bildschirm. Danke für die Info, Andreas. Bitte kurz Info zurück, ob man den Bildschirm jetzt sehen kann. Es sollte eigentlich die Präsentation zu sehen sein. Das dazu und damit würde ich sagen, gehen wir mal direkt hinein in die Charts an dieser Stelle. Hier haben wir es zuerst da, das Währungspaar Euro-US-Dollar. Ich gehe mal, bevor wir jetzt die Stunde hier miteinander besprechen, in den Tageschart mit hinein. Das heißt, an dieser Stelle gucken wir uns mal kurz das große Bild hier auch noch mit an, wo wir stehen. Wir sehen es nämlich, dieser rote Balken hier oder dieser rosa Balken hier, das war der Bereich des letzten Bruchs hier unter dieses Tief, unter die Marke von 1,088 drunter. Und da korrigieren wir gerade nach oben. Und da sehen wir momentan, der Markt macht so ein bisschen ein Kussmuster. So ein, naja, es ist kein richtig sauberer Kanal nach oben. Es ist aber auch kein richtig sauberer Keil. Deswegen, gestern sah es ein bisschen mehr wie ein Keil aus. Es verändert sich, es lebt ein bisschen das Bild von der Seite her. Es ist noch ein bisschen mehr ein Keil als ein Kanal, weil die Unterseite leicht schräger verläuft als die Oberseite. Aber wir sehen, die Korrektur hat durchaus noch Potenzial zur Oberseite. Ja, man kann also mal sagen, ohne weiteres, der nächste größere Anlaufpunkt, das nächste größere Drehlevel wäre mal hier oben dieser Bereich um die Marke knapp unter 1,10 hier, also bei 1,099. Der Anlaufpunkt ist nach oben hin, wenn die Korrektur deutlich weiter in die Ausdehnung gibt, natürlich hier der nächste Marker, den wir auf der Oberseite zum Anlaufpunkt haben. Und damit gehen wir jetzt mal mit dem Wissen um diesen Marker dort oben, gehen wir jetzt mal in den Stundentrend hinein. Dann zoome ich es mal etwas weiter zusammen hier an dieser Stelle und da sehen wir schon, was hier gekommen ist. Wir sehen nämlich hier, das hier ist der letzte Schub nach unten, also die letzte Bewegung, schön trendförmig zu sehen im Stundenchart. Und hier haben wir es gesehen, seitdem wir unten das Jahrestief geschrieben haben bei 1,077,79, trendet der Markt sehr, sehr schön nach oben.
aber nicht unbedingt sauber schick, sondern es gab gestern schon mal das erste Indiz dafür, dass der Markt nach unten will. Hier unten, wir sehen es definitiv, hier ist mal das letzte Trendtief nach unten unterschritten worden. Das ist nicht selten ein erstes Achtungszeichen, ja. Das muss jetzt nicht heißen, dass wir jetzt direkt unten drunter durchbrechen. Der Markt kann schon noch ein Stück weit höher korrigieren bzw. weiterlaufen in Richtung dieses korrektiven Aufwärtsschubs. Aber wir wissen, erst einmal hier war was angeknackt. Jetzt trendet es wieder leicht nach oben. Wie schon gesagt, wir müssen schauen, wie es hier weitergeht. Wir haben aktuell hier die obere Trendlinie verlaufen. Tageshoch von gestern ist mittlerweile überschritten und wird leicht nach oben weiter ausgebaut, der Gang. Nächster Anlaufpunkt hier mit Blick in den Stundenchart. Da sehen wir es hier. Das nächste Level hier haben wir ein Korrekturhoch um die Marke von 1,0295. Das wäre ein Anlaufpunkt. Weitere Anlaufpunkte auf dem Weg nach oben bieten natürlich hier die Swing Highs hier an dieser Stelle. Also ich ziehe einfach mal ganz grob hier die Linien drauf, wo wir sie haben. Da liegen die nächsten beiden hier bei 1,0957 und 1,0976, die Marker hier auf der Oberseite. Das ist das Richtung Korrektur ausdehnen. Gucken wir jetzt allerdings nach unten. Wenn das Ganze rumdreht, ja, dann wird erstmal aus diesem momentan noch eingekreisten Widerstandsbereich natürlich eine Unterstützung. Ich mache das gleich mal als Unterstützung auch rein hier an dieser Stelle. Und diese Unterstützung wäre dann mal der erste Anlaufpunkt zur Unterseite. Wenn wir von dort aus, wo wir sind, jetzt drehen oder hier oben abprallen, wie auch immer, aus aktueller Sicht, wäre dann natürlich dieses Support-Level hier unten 1,0888 in etwa. Der Marker hier zur Unterseite, weiter nach unten setzt sich das Ganze dann fort. Hier haben wir es gesehen, das leichte Support-Level hier um die 1,086 bzw. das Zwischentief, wo der Bruch gestern kam, bei 1,0856. Das wären mal die nächsten Anlaufmarker dann auf der Unterseite, wenn wir entsprechend hier die Umkehr bekommen und der Markt wieder in Richtung der übergeordneten Abwärtsrichtung läuft. Momentan, wie schon gesagt, allerdings die Korrektur noch in Ausdehnung, muss man einfach mal schauen, wann die Umkehr kommt. Potenzial auf der Oberseite ist ja auch noch ein bisschen vorhanden. Schalten wir rüber zum Währungspaar Schweizer Franken, japanisches Yen. Das hatten wir hier auch schon immer mal wieder da und immer mal versucht der Markt den Weg nach oben zu laufen. Hier der Blick zunächst erst einmal in den Tageschart rein. Wir sehen es hier. Das große Bild ist weiterhin hier schön nach oben aufwärts gerichtet. Wir haben es hier unten gesehen, vom Support unten um die 111,735. Das Level hat der Markt mehrfach gehalten, immer nach oben gegangen. Hier im letzten Schub sind wir sehr dynamisch hochgelaufen und haben kurz unter dem alten Hoch gedreht. Und das wird jetzt natürlich sehr, sehr spannend, was hier passiert mit Blick auf das, was wir hier sehen. Wir sehen nämlich, der Markt ist hier schon noch nach oben gerichtet, hat gestern auch eine Umkehr probiert und jetzt wird es natürlich interessant, läuft es nach oben weiter, dann haben wir eine Chance hier wieder Richtung dieses alten Zwischenhochs hier um die 1,1427 zu laufen. Bricht er allerdings nach unten weg, dann sehen wir hier einen Abwärtstrend und das wäre dann eher wieder das Zeichen, dass wir möglicherweise hier oben eine Mehrfach-Top-Bildung gesehen haben, wo der Markt dann anfängt, doch eher die Unterseite zu präferieren. Also es bleibt hier sehr, sehr spannend und der Markt ist momentan stark fokussiert hier auf diesen Drehbereich. Hier drüben hat man ja die Abwärtsdynamik rausgenommen um die Marke von 113 japanischen Yen und seit ein paar Tagen kann er sich nicht so richtig lösen, ne? Signal Lage für Long kam aber gestern. Aus diesem Grund gucken wir mal kurz in den Stundenchart auch rein, was damit jetzt gemeint ist hier an dieser Stelle. Ich skizziere das mal ganz kurz. Also das Long-Szenario, das müsste prinzipiell jetzt so ausschauen, dass wir hier definitiv, hier sehen wir es, die Abwärtsdynamik ist erstmal rausgenommen. Das heißt, dieser Abwärtstrend ist aus dem Markt genommen. Hier kam der Schub. Hier die Gegenbewegung und jetzt trendet der Markt im Kleinen so leicht wieder nach oben. Ja? Und jetzt wäre es halt wirklich wichtig, dass wir hier an dieser Stelle den Schwung über dieses Zwischenhoch hier schaffen, das heißt über diese Marke. Das wäre dann nämlich die Situation, dass wir definitiv nach oben wollen und wir dann sozusagen hier das Zwischenhoch anlaufen bei 113,51 und dann die Chance haben, hier in Richtung der alten Regionen reinzulaufen. Funktioniert das allerdings nicht, ja? Und das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Fakt. Bitte aufpassen, wenn das nicht funktioniert, jetzt muss ich mal groß reinzoomen, und wir drehen jetzt vorher um, dann haben wir hier an dieser Stelle Folgendes. Schaut mal, hier unten haben wir einen leichten Boden. So, Nummer 1. Dann haben wir hier
ein ansteigendes Hoch von hier unten gesehen, dann noch einmal ein ansteigendes Hoch hier an dieser Stelle. Allerdings, schaut es euch an, hier und jetzt kommt's. Wenn wir hier rumdrehen, hier nach unten durchschieben, was haben wir dann? Dann haben wir hier im Stundenchart eine astreine Schulterkopf-Schulterformation. Und wenn das passiert, dann ist der Weg nach unten erstmal deutlich wahrscheinlicher als der Weg nach oben. Das heißt, wenn wir tatsächlich hier im Kleinen eine SKS getriggert bekommen, dann ist der Weg nach unten frei. Und dann müssen wir uns einfach fragen, wo kann es hingehen? Und wenn wir dann mal ausmessen, wo wir hier oben beispielsweise herkommen und wir das mal unten ransetzen, jetzt muss ich nur mal schauen, dass ich das getriggert bekomme hier, dann ist der Weg nach unten hin definitiv erst einmal frei. Hier der Weg also unter dieses Zwischentief. Und wenn das passiert, dann haben wir mit Sicherheit hier einen gegenläufigen Trend. Und das sieht dann nicht mehr ganz so gut aus für die Long-Seite. Also das muss man definitiv da haben, auf der Unterseite das Ganze auch mit auf der Uhr zu haben. Ansonsten, wie schon gesagt, wenn es oben rauf geht, die Anlaufpunkte hatten wir ja gerade besprochen, wo sie liegen. Hier das kleine Zwischenhoch bei 113,50. Dann haben wir hier noch den Schwungbereich, als wir hier oben runtergebrochen sind, um die 113,6 und dann oben noch ein Swing-High bei 114,07. Diese Marker haben wir definitiv auf der Uhr und damit würde ich sagen, passt das Ganze von der Besprechung zum Chart im Schweizer Franken, japanischen Yen und wir switchen rüber zum Euro-Austral-Dollar. Der ist momentan wirklich richtig unter Feuer nach oben hier. Wir gucken uns das Ganze mal eben im Tageschart an, damit wir mal schauen, wo wir hier stehen an dieser Stelle. Schaut es euch an. Wir sind gestern drüber gelaufen über das Jahreshoch hier, was wir gehabt haben. War das dieses Jahr? Muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, 31. Januar mit Schmackes und heute geht es nach oben weiter. Die Frage ist jetzt nur, bleibt dieser Ausbruch hier oben nachhaltig oder korrigieren wir nach unten? Heißt also an dieser Stelle, müssen wir in die kleinen Zeiteinheiten wieder schauen, weil die Dynamik ist schon massiv angestiegen. Nach oben hin haben wir allerdings auch wieder einen planbaren Anlaufpunkt. Da müssen wir nämlich nur mal schauen, hier das Zwischenhoch vor diesem massiven Abverkauf, hier um die 1,668, das liegt direkt voraus. Und da wird es natürlich spannend. Gibt es dort den Abprall, dann wäre es gut und gerne möglich, dass wir kurzfristig einen schönen Korrekturrutsch sehen. Ansonsten, wenn es drüber geht, dann kommt hier das Langzeithoch oben rein in den Markt. Da hänge ich mal ganz kurz ein Schildchen dran. Das ist hier ganz grob das Level um die 1,678. Also wir haben Potenzial auf der Oberseite. Jetzt müssen wir halt nur schauen, wann der Markt hier anfängt mal zu korrigieren, weil diese Dynamik hier nach oben, die war schon wieder ordentlich unterwegs. Und das Ganze gucken wir uns jetzt mal eben im Stundentrend noch an. Hier sehen wir es nämlich, das ist der letzte Bewegungsschub. Hier sehen wir schön, wie es nach oben trendet. Und hier brauchen wir jetzt halt Bestätigung. Massive Kaufstärke wird halt einfach dazu führen, dass wir hier weiter nach oben laufen. Ansonsten, wenn wir hier rumdrehen von oben her, ein Gegensignal, also ein Abpreisszenario gespielt bekommen, dann wird es interessant. Nummer 1 natürlich hier der alte Ausbruchsbereich um die Marke von, jetzt muss ich mal kurz reingehen, 1,659. Das wäre das, wenn das nicht hält, entsprechend dann natürlich hier die Swing-Lows anzusetzen. Und da hätten wir unten dann, wenn die Dynamik nach unten auch ausgebaut wird, bei 1,65100 das nächste Korrekturtief in diesem Aufwärtstrend, gefolgt dann hier von diesem multiplen Widerstand bzw. Drehbereich um die 1,6445. Und dann haben wir hier unten eine Unterstützung hier, die wurde auch oft genug getestet, um die 1,638 hier. Also das, die Marker, die Anlaufmarker für eine Korrektur. Wenn sie kommt, müssen wir schauen, wie tief sie geht, aber wir haben auf alle Fälle auf der Unterseite einige planbare Anlaufpunkte, die wir hier an dieser Stelle auch mit haben im Blick in das Währungspaar Euro-Austral-Dollar. So, jetzt stelle ich nochmal kurz die Frage, hat jemand einen Wunschmarkt da? Rein in die Chats bitte, wenn ich was angehen soll. Ich kümmere mich da ganz, ganz gerne drum. In der Zwischenzeit schauen wir mal ganz kurz auf den DAX hier an dieser Stelle. Wie schon gesagt, im Monatschart brauchen wir den jetzt nicht. Das ist 1M, ne? Das ist sogar der Minutenchart. Wir wollen uns jetzt hier mal den Tageschart anschauen und da sehen wir, dass dieser Abwärtsschub weiter massiv anhält. Der Kampf um die 200-Tage-Linie ist mittlerweile verloren. Wir notieren hier spürbar drunter und wo wir auch stehen, das hatten wir gestern hier besprochen, einer der Anlaufpunkte zur Unterseite, wo es Drehpunkte geben könnte, war das alte Level hier, als wir letztes Jahr hier drüber gelaufen sind, im Herbst sozusagen, als sich hier dieser Aufwärtstrend gebildet hat.
dieses Level testen wir momentan auch an. Da sieht man mal, wie viel Druck im Markt ist und was der Markt hier versucht, alles einzupreisen. Und hier wird es jetzt natürlich auch interessant für die aktuelle Tagesplanung. Was passiert hier unten? Wir haben es gesehen, in diesen Low-Bereichen haben wir immer wieder Käufer gefunden. Das heißt, um diese Marke von knapp 12.500 Punkten dreht sich momentan einiges rum. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann wird es halt interessant an zwei Punkten. Zwei Marke haben wir da. Das wäre dann zum einen das Tagestief von heute, beziehungsweise das Tageshoch von heute und dann noch das Tagestief von gestern. Diese Marker, die sollten wir hier mal auf der Uhr haben. Warum? Wir sehen sie an dieser Stelle. Das Tageshoch von heute hat die 12.6 in Visier genommen und ist abgeprallt. Ja, jetzt vor Börseneröffnung stehen wir sozusagen hier im Median der Kerze. Unten drunter haben wir Schwäche gesehen, die dann auch wieder aufgekauft wurde. Und das Ganze gucken wir uns jetzt mal eben kurz in der Stunde an. Da haben wir nämlich gestern einen kleinen Fakt gesehen, den man nicht außer Acht lassen sollte. Und zwar sind wir gestern hier, wenn ich das Bild mal etwas weiter zusammenzoome, kann man es glaube ich sehen. Schaut mal, ich habe das mal skizziert hier an dieser Stelle. Hier, das war der letzte Bewegungsschub nach unten mit der Korrektur und dann das Zwischentief. Dann gab es eine Aufwärtsbewegung, die ist über dieses Hoch drüber gegangen, ist dann allerdings wieder direkt abverkauft worden. Und jetzt wird es nämlich sehr, sehr interessant, was passiert. Momentan befinden wir uns ja relativ weit unten. Bricht es unten durch, dann brauchen wir ja keine Frage stellen. Dann ist es wieder absolut der Weg nach unten hin und der ist dann offen in Richtung der nächsten Support-Level. Müssen wir uns dann mal raussuchen. Aber, und das ist jetzt das Interessante, sollte es doch mal nach diesem massiven Schub nach unten zu einem kurzen Rückschnapper kommen, ja, dann wäre das Abprall vom Tagestief Richtung, hier, Richtung dem Zwischenhoch, was wir hier drinnen gehabt haben, hier an dieser Marke, das wäre dann mal interessant, hier zu sehen, was passiert hier oben in diesem Bereich. Jetzt will der hier nicht zeichnen. So, also hier. Das wäre mal interessant, hier knapp unter 12.900 Zählern das Ganze zu sehen. Also mal skizziert das Szenario würde aus jetziger Sicht so ausschauen, dass wir hier unten definitiv abprallen und wir dann kurzfristig erstmal hier den Weg Richtung hier knapp 12.900 Punkte angehen. Und wenn der Markt dann mal richtig durchatmet bei diesem hohen Abgabedruck, kann das passieren, dass da einfach irgendwann mal keine Verkäufe mehr da sind und Gewinne vom Tisch genommen werden, dann könnte es flott passieren, dass wir hier über die 12.9 drüber huschen und dann wäre der nächste Anlaufpunkt, wir sehen es hier oben beschrieben, hier diese Marke bei knapp 13.160 Zähler. Wohlgemerkt, das wäre dann mal eine Ausweitung mit einem ordentlichen Abprallszenario. Ansonsten, wie schon gesagt, wenn der Markt weiter die Corona-Angst spielt, wir sehen es hier unter dem Tagestief von gestern, ist einfach nicht mehr viel da, da kann kaum was halten. Das nächste Support-Level haben wir dann bei 11.000 knapp 800 Punkten stehen. Das müssen wir hier das Ganze an dieser Stelle jetzt auch sehen. Also von der Seite her, ja, muss ich sagen, der Markt sehr, sehr schwach, aber Rückschnapper sind immer möglich. Deswegen diejenigen, die hier nah am Markt sitzen, schaut euch an, was drinnen ist. Ich habe gestern im S&P 500 einen schönen Rückschnapper getradet. Von der Seite her, es gibt immer mal die Möglichkeiten, das zu machen, aber ansonsten ruhig bleiben, nach Handelssetups schauen, die Währung geben auch genug her. Von der Seite her sage ich an dieser Stelle erst einmal deinen Blick in den DAX für beendet an und damit schauen wir noch auf einen Wunschmarkt. Und zwar das Cable wird gefragt. Das gucken wir uns natürlich gerne noch an. Das Cable, wer nicht weiß, was das Cable ist das Währungspaar britischer Pfund, US-Dollar. Der Name kommt historisch sozusagen über die Telefonverbindung zwischen den USA und Großbritannien. So, wir gucken uns das Ganze mal an. Jetzt erst einmal im großen Blick hier im Tageschart und wir sehen hier weiterhin den abwärtsgerichteten Markt. Ne? Wir sehen es hier sehr, sehr schön. Der Markt läuft nach unten. Der untergeordnete Bewegungstrend, der schwingt auch immer rum. Interessant ist momentan allerdings zu sehen, dass wir unten raus, wenn hier vom Bewegungstrend die Fortsetzung kommt, nicht richtig Druck reinbekommen. Aber nichtsdestotrotz, das übergeordnete Bild ist weiterhin auf der Short-Seite unterwegs. Und sehr, sehr interessant wird es sein, wenn wir jetzt um das Tagestief von gestern durchbrechen. Gestern haben wir einen ordentlichen Schub nach unten bekommen. Das wäre dann das Anzeichen, dass es weiter hier Richtung Zwischentief in diesem Trend hier geht. Also das ist das aktuelle Trendtief um die Marke von 1,28,4,92 und wenn das nicht hält, sondern wir wirklich drunter durch
gehen und nicht nur so leicht lupfen, wie das hier drüben der Fall gewesen ist, dann haben wir gut und gerne die Chance, in den nächsten tieferen Bereich reinzulaufen an dieser Stelle. Und wir sehen es, jetzt muss ich es kurz nochmal kleiner machen hier, da wäre der untere Supportbereich hier an diesem Trendtief von diesem Aufwärtstrend, den wir dort haben, das wäre mal die Marke von 1,27,7. Der Weg nach unten hin ist bis dahin jetzt erst einmal gebildet. Hier noch das kleine Zwischenloch um die 1,28,24. Diese Marke haben wir da. Und der Punkt, dass wir hier so viele Unterstützungsmarker drinnen haben, das ist halt auch ein Punkt, wo man echt auch sagen kann, okay, wir sind hier auf dem Weg nach unten immer wieder mit Unterstützungsleveln konfrontiert. Und das hält den Weg nach unten auf. Das heißt, jetzt nach unten kurzfristig um das Tagestief, da sieht es erstmal mehr danach aus, dass wir einen Test dieses alten Tiefs bekommen. Wenn der bricht, nächster Anlaufpunkt wäre mal hier die 1,28,24. Und wenn das dann auch nicht hält, als nächster planbarer Punkt, wie schon gesagt, der größere Support bei 1,27,7. Und wenn der irgendwann unterschritten wird, dann sehen wir, ist der Rutsch nach unten erstmal wieder ein Stückchen weiter frei. Dann haben wir dieses Band hier durchschritten. Aber wir sehen es momentan, der Verkaufsdruck kommt immer wieder rein, er schiebt den Markt, auch wenn nur in Nuancen, immer tiefer und wir sind hier trendig unten und wie schon gesagt, das Signal gestern haben wir ja bekommen, das war ja entsprechend auch eindeutig hier, wie der Markt nach unten schwingt und wenn sich das Ganze fortsetzt, dann sehen wir hier mit Blick in den Stundenchart dieses Level hier auch rausgenommen, also um die 1,28,9 in etwa und diese Marke, die wäre dann wichtig, hier weiter für die Unterseite vorzukommen. Also das sind mal die Marker, auf die ich persönlich hier in diesem Falle achten wollen würde. Das dazu und da sehe ich keine weiteren Fragen und ja, ich freue mich auch heute wieder ein paar neue Zuschauerinnen und Zuschauer dabei zu haben. Ah nein, ich sehe gerade, wir haben noch die Frage nach dem Silber. Ha, sehr schön, Franco, gucke ich mir natürlich auch gerne an. Hier im Rohstoffsektor, das Silber-Gold ja in den letzten Tagen auch sehr, sehr gesucht gewesen, einfach aufgrund der Unsicherheiten, aber man kann auch sagen, auch da gibt es mal Gewinnmitnahmen. Ne? Wenn wir uns das mal anschauen hier an dieser Stelle, auch der Goldpreis ist ja ziemlich nach oben gegangen. Und dann, ich gucke mal ganz kurz, ich will das nochmal ganz kurz zeigen mit dem Goldpreis, weil Gold und Silber haben ja in gewisser Weise auch den Charakter der sicheren Häfen. Und im Goldpreis sieht man es auch auf Tagesbasis. Der ist jetzt gestern ein bisschen zurückgekommen und das Ganze hier an dieser Stelle ist halt was Ähnliches, was man im Silber auch sieht. Also da gibt es auch immer mal Korrekturen, aber wir sehen es hier im Goldpreis, auch die Sicherheit wird gesucht. Wir bekommen hier schon wieder leichte Umkehrsituationen. Das bleibt spannend und damit gehen wir jetzt mal in den Silbermarkt rein und gucken uns den Chart von Silber an. Da sehen wir nämlich auch das Gleiche, wie wir gerade im Gold gesehen haben. Hier die letzten zwei Tage Gewinnmitnahmen und das ist jetzt interessant zu sehen von der klassischen Verortung, wenn wir uns mal auf diesen Trend hier stützen, also auf das, was jetzt hier reingekommen ist, also hier Schub nach oben, dann eine Korrektur nach unten mit einem höheren Tief und dann der Schub nach oben rein. Da stehen wir nämlich plötzlich hier in einer schönen Korrektur. Und wenn hier die Umkehr aus der Korrektur auch rauskommt, hier schaut mal, wir haben dieses alte Ausbruchlevel jetzt wieder angetestet, um die 1787. Wenn hier der Kaufdruck reinkommt, dann wäre es interessant, die Oberseite zu bespielen. Heißt also, wenn dieser Abwärtstrend hier rausgenommen wird mit Kursen über 18,18, wenn es hier oben drüber geht, 18,18, 18,20 in diesem Bereich, dann haben wir hier diesen kleinen Trend, der hier nach oben läuft, in Richtungsbestimmung und damit hier die höheren Marker ran. Das heißt, Zwischenpunkt hier um die 18,46 beziehungsweise dann als nächster Anlaufpunkt auf der Oberseite hier das aktuelle Zwischenhoch bei 18,94. Die Marker hier im Stundentrend, wenn die Umkehr tatsächlich kommt. Und wie schon gesagt, wir sehen hier den Markt halt reinlaufen und wir haben hier unten in diesem Level gedreht. Wir hatten auch dieses Bereich hier oben bei 18,10, allerdings nicht als Haltelevel, sondern hier war es das Widerstandslevel und deswegen, wenn wir jetzt wirklich da oben drüber fliegen, wäre das die Umkehr, das klassische Umkehrsignal für die Long-Richtung und das bestimmt dann entsprechend den Weg nach unten. Ansonsten bitte jetzt an dieser Stelle auch noch beachten, dieser korrektive Abwärtstrend, der ist weiterhin noch intakt. Das heißt an dieser Stelle, wir müssen hier einfach mal schauen, dass der Trend, der hier da ist, ich skizziere den mal ganz kurz an, der muss natürlich erst einmal gebrochen werden, bevor wir hier von der Umkehr angehen. Das heißt, hier hatten wir ja die letzte Korrektur und hier die letzte Bewegung. Und das, was wir momentan hier sehen, ist aus jetziger Sicht klar nur die Korrektur.
dieses Abwärtstrends. Und wenn der nicht hier oben drüber geht, über dieses Level, also wenn er das nicht rausnimmt, dann ist dieser kleine untergeordnete Mini-Trend, den wir sehen, nur die korrektive Phase. Und dann sieht die Unterseite wieder eher zum Spielen aus, wenn wir hier tatsächlich runterlaufen, hier Richtung diesem Zwischentief hier, was wir haben, das kleine Trendtief um die Marke von knapp 17,80 in etwa, dieses Low da unten. Das wäre dann eine Trendfortsetzung. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich umkehren, dann würden die Gewinnmitnahmen hier nach unten erstmal weitergehen. Das heißt, der Verkaufsüberhang ist da und drückt die Kurse runter. Also aktuell mit Longs würde ich persönlich noch vorsichtig sein. Bis wir hier oben drüber stehen, ist hier mit dem Abwärtstrend keine Entwarnung gegeben. Der ist da richtungsführend. Da läuft die Korrektur also noch weiter. Und die kann ja weitergehen bis 17,45 ohne Probleme. Ansonsten, wenn wir tatsächlich hier nach einem Luftholer neues höheres Tief schreiben und dann nach oben drüber fliegen, das wäre dann ein Szenario für die Long-Seite entsprechend mit reinzugehen. Hier mit Blick in den Silberpreis. Und damit haben wir es kurz vor 9. Ich sage danke für die Zeit heute Morgen. Danke auch für die Fragen. Empfehlen Sie uns weiter und schalten Sie morgen früh wieder ein. Da schauen wir definitiv wieder auf die Märkte. Ein paar Handelsideen gibt es. Wir schauen groß in die Indizes rein, was sich getan hat, wo mögliche Auffanglevel auf der Unterseite sind. Das machen wir morgen ganz, ganz intensiv. Da nehme ich mir extra viel Zeit für den morgigen Tag, um hier die Besprechung groß zu machen. Wir schauen dann auch auf Gold mit rein. Wir gucken uns den Ölmarkt an dieser Stelle mal an. Also es wird morgen sehr, sehr rund. Es gibt morgen sehr, sehr viele Charts. Zeit auch für Fragen von der Seite her. Morgen früh gibt es den großen Rundumschlag und natürlich wie immer der Blick in die Nachrichten für die kommende Woche. Das alles und mehr morgen früh um 8.30 Uhr. Den Blog-Eintrag gibt es natürlich vorher. Danke für heute. Allen gute Trades und bis morgen. Ich freue mich drauf. Tschüss.